Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, Jasmin ist wieder mit am Start. Wir müssen auch Freunde werden. Friends. Still be friends. Ich kann noch ein bisschen was auspacken. Ich habe noch Tierfett. Fleisch. Knochen und Leder zu verschenken. Möchtest du Tierfett, Knochen und Leder haben? Warum? Was soll ich damit? Weiß ich nicht. Wir haben mega viele Knochen, ich weiß gar nicht. Na egal, machen wir voll, ne? Den Stack machen wir voll. So. Könnte ich eigentlich den Rasen auch gleich wegschmeißen? Haben wir irgendwo Rasen einsortiert? Ja klar, war ich schon drin. Rasen oder Fasern? Pflanzenfasern von echten Grassorten aus dem wilden Amerika. Mhm. Ja, ach, oh Gott, mein Knochen ist ja gebrochen. Stimmt, da war ja was. ja. So. Hast du schon anmoderiert? Ja. Echt? Ja. Habe ich das nicht mitgekriegt? Nee, scheinbar nicht. Habe ich Hallo gesagt? Nee, bis jetzt noch nicht. Oh, Hallöchen. Aber ist schön, wie du hier aufpasst, wie du dabei bist, ne? Also deine Leidenschaft fürs Spiel, die ist ja das Nonplusultra. Mhm, lass mal sehen. Kannst ja mal eine Scheibe von abschneiden. Ja, ja, ich sag dir das. So, Händler, kriegt noch viel Geld. Alter, wir haben voll viel Schutzbanks. Oh, das habe ich noch nicht gelesen hier. Ja, ich werte erstmal hier die Treppe auf, dass ich schon mal den mittleren Bereich fertig habe. B-Reich. B-Reich. Mal gucken, wir haben jetzt Tag 24, also 4 Tage Zeit. Ach ja, da achte ich schon gar nicht mehr drauf. Weiß nicht, kriegen wir die Basis bis dahin Blutmond fertig? Okay, Mann. Das wäre ja gut, ne? Wäre ja gut. Gut. Wäre ja. Und es wäre so gut. Oh, hier fehlt auch noch der ganze innere Bereich mit Beton, ne, am Fußboden. Oh nein, nicht dein Ernst. Ja, doch, ehrlich, Jasmin. Was machst du denn da für ein Schmarrn? Oh, Gottes Willen. Das ist aber viel. Um Gottes Willen. Um Jottes Willen. Oh Jott, oh Jott. Ich weiß, ich habe letztes Mal ein bisschen vorgearbeitet hier, um zu gucken, wo wir hinkommen. Hast du nicht? Ja, genau. Ah ja. So, und da ging es denn nur darum, dass es 3 breit wird, ne? Da war Benzin. Wann können wir denn endlich mal ein Auto bauen? Ich arbeite dran. Ich bin schon dabei, ja, jetzt... dann dauert das ja. Mechaniker zu leveln. Oh, ich höre hier irgendwas. Naja, ich sag mal, wenn ich jetzt hier ein bisschen aufwerte, könnte ich möglicherweise die Punkte zusammenbekommen, ne? Wieso habe ich hier einen drunter gesetzt? Wie haben wir denn überhaupt Munition? Ich weiß nicht, Munition, wolltest du welche machen? Ich bin dabei. Du bist schon dabei. Ah? So. Nitrat haben wir jetzt keins mehr, glaube ich. Was haben wir nicht mehr? Nitrat. Nitrat Hapatz. Hm. Das ist ja Charlie, ne? Charlie Brown. Warte mal, ich weiß gar nicht, haben wir hier drinnen noch? Da ist, Charlie Brown. Naja, 28, damit kann ich nicht viel anfangen. Charlie Brown.
ich habe mir gerade eine Chips an Zahnfleisch geschnitten. So, dann habe ich die Treppe soweit schon einmal rausgezogen, zumindest. Das müssen wir hier ein bisschen einbauen, damit die da nicht hochlaufen schon. Ja, als nächstes... Ach, das ist ja dumm. Ah nee, das ist ja richtig. Richtig dumm. Richtig dumm. Warte mal, so... Ah ja, genau. Ja, jetzt ergibt das langsam Sinn. Hier habe ich ja auch noch Holz. Oh, hier wollten wir ja auch noch. Hier ist ja auch noch ein bisschen Arbeit. Aber das kann ich alles noch gar nicht machen. Was ich mit den Seiten vorhab. Also irgendwie... Warte. Oh, mit der Schaufel geht das richtig gut. Bin ich hier einigermaßen gerade? Bin ich auch irgendwie komisch, ey. Okay, so, der Fußboden wäre ja der Bereich, ne? Da habe ich ja ausgezogen. Oh, ich habe keine Baublöcke mehr. Aha. Oh, das muss ich ja auch noch denn vorziehen. So, wenn wir sagen, das müsste auf einer Ebene, ne? Ebene. Auf einer Ebene. Wäre, glaube ich, von Vorteil. Okay. Da habe ich den, weil die Treppe da noch runterkommt. Das heißt, der bleibt frei und hier könnte man hoch. Aber die Ebene wäre ja hier. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn die Quadratwurzel aus 4 eine Zahl ergibt, muss ja hier der Aufgang hin, ne? So. Ist das richtig? Oh Gott, jetzt muss ich erstmal überlegen. Meinst nicht? Er sieht doch scheiße aus. Aber vielleicht, weil ich es gebaut habe. Aber es ist da. Ja, wahrscheinlich. Guck mal, Level up. So, Mechaniker hast du gesagt, ne? Dann wollen wir mal meine Intelligenz nach vorne bringen. So, jetzt kann ich den Truck bauen. Theoretisch. Na, dann gibt das. Ich muss hier erstmal 3 Betonblöcke wieder weghauen. Ein Glück haben wir so viel Beton und das kostet uns ja nichts, ne? Da war ich ein bisschen forsch. Dann
bisschen forsch unterwegs. So. Wie lange haben wir denn noch Nacht? Noch ein paar Stunden. Hast du gerade geschrien? Mhm. Okay. Du haust doch gerade Pflanzenfasern ab, ne? Nein, mein Beet hier. Ah, okay. Wieso ist eigentlich meine Schaufel so krass, aber meine Spitzhacke so kacke? Liegt am Besitzer vielleicht. Meine Spitzhacke so kacke. Ein Bachler reimt. So, ein noch. Frühstück. 1.20 Uhr. Diese Samen habe ich jetzt nicht bekommen. Ja, Samen kann ich auch noch nicht herstellen. Kannst du Kartoffelsaat mittlerweile herstellen? Du hast, glaube ich, einige Bücher gelesen. Nee. Hm. Was Schloss denn da? Hast du Leben vom Land, hast du aber gelevelt auf 3, ne? Glaube ich. Glaube. Ja, dann weiß ich das auch nicht, Jasmin. Hey, dauert noch ein bisschen. Dann kann ich dir nicht sagen, wo da der Schuh begraben liegt. Wird denn jetzt... War das jetzt auch dumm? Ja, das war auch dumm. Ach Gott, warum bin ich so dumm, Jasmin? Naja, soll ich da jetzt wirklich was zu sagen? Nein, ich will's nicht hören. Ich weiß es selber. Aber warum? Na denn. Ja, weil du vielleicht als Kind so oft von der Wickelkommode gefallen bist. Man weiß es nicht. Ja. Ups. Ich hatte gar keine Wickelkommode. Nur mal zur Info. Ah, siehst du? Ich wurde draußen einiges. Im Garten gehalten, bis ich stubenrein war. Ja. Das erklärt's. So, jetzt muss ich hier einmal... baue ich hier einfach eine Wand komplett runter? Wäre das Ressourcenverschwendung? Höchstwahrscheinlich, ne? Da brennen denn meine Augen jetzt so, ey. Meine auch, witzigerweise. Alter, die tränen richtig. Mhm. Ich habe auch so leicht brennende Augen. Boah. Das liegt an diesem ganzen Smog, den wir nicht mehr gewohnt sind. Ein Kleinstadt-Smog. Mhm. So. Noch mal dieses Dings herstellen hier. So, wir haben aber kein Beton. Wenn ich das jetzt... vorziehen würde, dann würde ich hier vielleicht noch eine komplette Wand machen. Ja. Ist das schon? Noch ein vorne. Oh, Mai, oh Mai. Da noch einmal mit der Schaufel rein. So, jetzt wird langsam ein Schuh draus. So, ne?
Ist das soweit richtig, Jasmin? Mhm. Ich bin mir da nicht so sicher. So, das heißt, ich müsste hier... Da kommt die Treppe, das müsste weg. Da hinten einmal runter, hier rüber. Und hier könnte ich theoretisch rangehen, werde ich aber nicht. Ich glaube, da lasse ich auch eine Wand frei. Genau, dann sind wir da auf Höhe. Oh, jetzt habe ich nicht mal mehr Pflastersteine und nicht genug Steine. Pflastersteine. Aber genug Lehm hätte ich. So, hier nochmal weg. Da kommt eine Wand. Das klopp ich weg, wenn ich so weit bin, dass ich sehe, wo es hinkommt. So. Ah, ja. Die beiden. So, wenn wir den weglassen, dann müssen wir hier auch nochmal freischaufeln. Ob das was wird. Ob das was wird, Herr Wirt. Ob das was wird, ich weiß ja nicht. Ich kann ja das trotzdem schon mal wegnehmen. So. Und wir gehen bis da, ne? Machen wir nochmal 30 Baublöcke. Weißt du was? Machen wir 80. Wollen wir noch mehr bauen. Und der muss frei. Der muss nicht frei. Da Treppe, hier runter, da zu. Okay. Haben wir denn noch Pflasterstein? Keine Ahnung. Fertig. Weiß nicht. Gut. Der kann denn eigentlich wieder weg? Das war ja nur, hier halten wir Abstand. Damit die denn hier hochkommen und da gleich weitergehen, ne? Okay. Oh, kommt da wer die Leiter nicht hoch? Ruhe. Sag bloß, du bist da hängen geblieben, Jasmin. Okay, Pflastersteine haben wir nicht. 606 Steine ist auch nix. Boom. Na gut, na gut. Hölfersteine. So. Zumindest, dass ich drüben schon mal die... Ah, Mist, jetzt habe ich kein Trinken geholt. Ist hier noch die Pfütze eigentlich in deinem Planschbecken? Ich müsste eigentlich. Oh ja. Dann könnte ich mir doch gratis Wasser hier aus dem Teich. Oh, das könnten wir auch machen. Noch so einen Teich anlegen und... Das wäre bestimmt mega cool später. So, dann wollen wir mal schauen. Da bleibt provisorisch der Block. Block. Ja,
Das ist so doof mit diesem Wasser gemacht, ey. Weil du kannst mehr also schöpfen kannst, ne? Ja, weil du das auch voll für Essen brauchst. Weißt du, wo ich nicht reingeguckt habe? In den Betonmischer. Geil. Geil, ne? Ah, hier ist auch noch nicht so weit. Ist nichts passiert. Ist gar nicht so hoch. Na gut, mein Bruch ist vielleicht dauert ein bisschen länger, bis der geheilt ist. La la la. Yes, me. Oh. Wollen wir denn vielleicht bei Tagesanbruch mal eine Runde Questen gehen? Ja, würde ich sagen. War ja schon eine Weile nicht mehr. Ich bräuchte nur noch irgendwie... mein Knochenbruch müsste mal weggehen. Es wäre bestimmt... Oh. Hm? Oh, nee, ne? Ja, die sind bei mir. Mach dir keine falschen Hoffnungen. Mein Gewehr ist kaputt. Oh, das kann jetzt nicht wahr sein, an. Jasmin, hast du dich etwa erschrocken? Da unten liegt ein Lootbag. Ja, ich gehe hin. Ja, du kleiner Schissbolzen, das habe ich genau gehört, du. Ich? Ja, 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 ja. Du hast ja schon die Hose gekackt. Ach, komm, hör auf, Digga. Der Stift lag da vorher schon drinne. So. Mal eben hier kurz. War was Gutes drin? Nö. So, dann haben wir das. Hier nur noch auf der Höhe, ne? Aber ich hoffe, das passt soweit. Ich habe zwar andere Seite nicht gemacht, aber hier mache ich das mal eben. So. Wir werten hier noch den Fußboden auf. Und dann könnten wir eine Treppe bauen und das hier weghauen. Das geht jetzt aber an die Substanz, du. Mal gut, dass ich ein männlicher Mann bin, Jasmin. Okay, ich habe keine Ausdauer. Können wir in der Zeit schon mal die Treppe kopieren? Ich habe erst überlegt, hier so eine Art Tunnel draus zu machen, aber das ist ja Blödsinn, weil wir könnten ja so auch raufballern, ne? Wir stehen sehr zentral, würde ich sagen. Das lassen wir erstmal so. Lass ich das hier kaputt schlagen oder schlage ich das selber kaputt?
Oh, das dauert, Jasmin. Bin ja hier auch noch ganz schön raus, ne? Bis hier alleine schon die Treppe. Bis da der Boden. Ah. Das wird ja ein Traum, wird das ja. Da ist ja noch einiges an Arbeit vor uns. Ja, dann lass mal los. Jetzt zum Questen? Ist doch 4 Uhr. Ja, warte. Ich hau den hier noch eben weg und dann muss ich mich einmal ausstatten. Ja auch. Aha. So. So, die Baustelle muss ja abgesichert werden, ne? Der Zutritt ist für Unbefugte verboten. Oh. Mahlzeit, Jasmin. Und, hat es beim zweiten Mal genauso gut geschmeckt wie vorhin? Besser. Ja, ja. Da kommt ja noch mal so eine Note Methan, ne? So Säure. Heitiger Geschmack. Ja. Boah, meine Beine sind wie Blei, ey. Ja gut, ich hab dir gesagt, du müsstest mal langsam wieder Sport machen. Ne? Das ist aber deine Entscheidung. Da will ich dir nicht reinreden, ne? Sag mal lieber ruhig. Oh ja, ja, ja. Das bin ich besser. Dickschwitz. Dickschwitz. So. Ich glaube, der Sekt hat gestern nur komisch geschmeckt, weil ich Knoblauch gegessen habe. Heute geht's. Was für ein Sekt? Den ich von deiner Mutter gekriegt habe. Gestern. Ach, den hast du schon geschnüppert? Ich bin dabei. Den hast du dir schon die Galle runterlaufen lassen? Gestern und heute, ja. Aber gestern hat er mir nicht so geschmeckt, aber ich glaube, das lag an dem Knoblauch. Also wenn man das jetzt so hört, dass du gestern und heute Alkohol getrunken hast, ne? Ich hab noch Urlaub, ey. Also ich will ja nicht... Naja. Naja, Jasmin. Was? Also ja, noch stimmt schon, aber... Noch hab ich frei. Komm jetzt. Ja, warte, ich muss die Sachen noch wegräumen. Nein. Da alles, was ich gebrauchen könnte. So. Munition. War hier. Blutbeutel. Haben wir auch. Das nehmen wir alles mit. Das hätte ich unten rausräumen können, habe ich aber nicht getan. Weil du total schlau bist. Weil ich ein Genie bin, Jasmin. Weil ich ein Genie bin. Ach ja, und wieder runter. Ah, immer im Keller hier den ganzen Scheiß wieder verstauen, oder? Hier. Also wir gehen jetzt zum Händler, sagst du, ja? Ich denke, wir wollen erstmal hier ein bisschen was suchen. Bring die Vorräte zurück. Ja, steht bei mir auch. Gut, wenn wir das zuerst machen, dann würde ich jetzt... Ja, aber der hat ja noch gar nicht auf. Nee, ich meine, dann würde ich nichts zum Verkaufen erstmal mitnehmen. Das müssen wir mal extra machen. Vielleicht, wenn wir das Auto haben, was ich demnächst bauen werde. Ja. Aber Geld habe ich mitgenommen. Money, money, money. Ist so funny. Junge Dame. Das, Sie, wissen Sie eigentlich, wie viel CO2 so ein Kiefer, so eine Kiefer einspeichert? Nee. Ich auch nicht. Lassen Sie die bitte stehen für weitere Studien.
wollte jetzt fragen. Ja, nee. Ich kann Wo das, bist du denn? Ich kann das ja vielleicht googeln kurz. Ja. So, dann würde ich sagen, aber wir machen heute, Jasmin, 30 Minuten. Oha. Oha. Ja, siehst du, ich habe doch gesagt, ich achte auf die Folgenlänge. Ich würde sagen, wir machen morgen weiter. Morgen geht's mal ein bisschen questen. Da sind wir wieder ein bisschen unterwegs. Wird ein bisschen spannender als die Bauphase, denke ich mal. Schaltet gern wieder ein. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Bis dahin, mach's gut. Ciao.